Ja, vielen lieben Dank, Stefan Meyer, für diese sehr charmante und nette Einführung in den Abend. Ich bemühe mich, unsere Gäste heute ähnlich charmant vorzustellen. Ich beginne mit Christina Schröder. Mit 25 war sie schon Mitglied des Bundestags, mit 32 dann Familienministerin und mit, ja, dann wahrscheinlich so kurz vor der 40 auch schon wieder raus aus dem Bundestag. Aber Sie haben ja nicht aufgehört, ein politischer Mensch zu sein und politisch zu denken. Und Sie haben jetzt auch gerade vor kurzem ein Buch rausgebracht, das Sie unter anderem da hinten in der Ecke erstehen können. Es heißt Freisinnig, politische Notizen zur Lage der Zukunft. Außerdem arbeitet Christina Schröder als Beraterin für die freie Wirtschaft. Sie ist Kolumnistin für die Welt und hat gemeinsam mit Herrn Röder eine Denkfabrik gegründet. Was das genau ist, was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir gleich. Jetzt vielleicht noch ein Detail zu Christina Schröder, das Sie noch nicht wissen. In ihrer Abi-Zeitung hat sie nämlich ihre Pläne für die Zukunft beschrieben und da stand, längerfristig wolle sie die erste Frau sein, die Ehe, Kinder und Karriere unter einen Hut bringt, ohne dass irgendein Teil darunter leidet und ohne jemals zur Feministin zu werden. Ob ihr das gelungen ist? Den letzten Halbsatz habe ich eingelöst. Da bin ich gespannt. Ja, und zu meiner Linken, Andreas Röder, den Sie bestimmt auch kennen. Was soll ich groß sagen? Einer der bedeutendsten deutschen Zeithistoriker. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und zurzeit als Helmut Schmidt Distinguished Visiting Professor an der John Hopkins University in Washington. Schön, dass Sie trotzdem da sind. Auch er hat ein Buch mitgebracht, da vorne, das heißt Konservativ 21.0, eine Agenda für Deutschland. Und auch über ihn kann ich Ihnen etwas erzählen, das Sie womöglich noch nicht wissen. Herr Röder hat sein erstes eigenes Geld mit Orgelspielen verdient. Und sein liebstes Smalltalk-Thema ist Sockenmode. Ja, und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich heute Morgen tatsächlich überlegt hatte, meine Orangensocken, ich habe eine breite Farbpalette und ich wollte passend zu Krawatte und Einstecktuch die Orangensocken anziehen. Und dann hat meine Frau gesagt, übertreib's mal nicht, du bist in München. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Hauptsache keine roten Socken, das hätte nicht gepasst. Habe ich auch in verschiedenen Farbschattierungen, das glauben Sie gar nicht. Wir sprechen heute vermutlich nicht über Socken, sondern über Deutschland und ihre Denkfabrik, die sich R21, also lang Republik 21 nennt. Und die haben sie gemeinsam mit 12 weiteren Mitstreitern ins Leben gerufen. Und sie wollen damit die zunehmende Polarisierung unserer Demokratie, da wollen sie entgegenwirken und die bürgerliche Mitte neu beleben. So viel weiß ich, den Rest werde ich jetzt durch meine Fragen erfahren. Und Sie haben ja einen ganz guten Zeitpunkt gewählt. Ja? Also der Union, der CDU, CSU geht es gerade nicht so gut. So wie es aussieht, wird sie nach 16 Jahren an der Regierung auf der harten Oppositionsbank Platz nehmen müssen. Und sie wirkt irgendwie schlaff, ausgelaugt, ideenlos. Und da kommt ja jetzt so eine Denkfabrik genau richtig. Hätten Sie denn auch diese Denkfabrik jetzt gegründet, wenn irgendwie die Union einen fulminanten Wahlsieg eingefahren hätte? Hätte sie dann trotzdem gebraucht? Ja, wären auf jeden Fall auch dann an den Start gegangen, denn wir arbeiten seit fast anderthalb Jahren an der Gründung dieser Denkfabrik. Nach und nach hat sich dieser Kreis zusammengefunden und uns eint eigentlich ein Urteil, egal ob die Union die Bundestagswahl gewinnt oder verliert. Wir finden alle, dass das gesamte bürgerliche Lager, aber insbesondere die Union, immer schwächer in den letzten Jahren darin geworden ist, eigenständige politische Gedanken zu formulieren. Also oft war es ja dann doch eher so, dass man quasi rot-grüne Ideen übernommen hat, 10% abgezogen hat und das war dann die Unionsposition. Und das ist halt nicht so rasend überzeugend. Das haben wir, glaube ich, im Bundestagswahlkampf auch gespürt. Und diese eigenständigen Positionen, das kumuliert sich natürlich auch mit der Zeit. Also wenn es einem schon lange nicht mehr gelungen ist, ein eigenes Thema zu setzen, eigene Begriffe zu prägen,
dann steht man auch irgendwann argumentativ mit dem Rücken zur Wand. Und das eint, glaube ich, unseren Kreis, dass wir das so empfinden. Und deswegen haben wir gesagt, beklagen tun das ganz viele, aber wir versuchen auch mal irgendwas zu tun. Herr Röder, der Name R21, der deckt sich ja auch so ein bisschen mit Ihrem Buchtitel. Ich bin so ein bisschen über das Wort Republik gestolpert oder ich habe mich gewundert, warum Sie diesen Begriff gewählt haben, weil bei Republik, da denke ich jedenfalls nach diesem aufreibenden Wahlkampf in Amerika irgendwie automatisch an die Republikaner, ja, die sich ja Trump hingegeben haben. Komischerweise ist das jedenfalls für mich ganz persönlich gar kein so positiv aufgeladener Begriff. Damit bringen Sie Diskussionen zum Klingen, die wir in unserem Kreis lange geführt haben. Aber wir haben uns für Republik entschieden, weil Republik vom lateinischen Respublica kommend das Gemeinwesen betrifft und auch das Gemeinwohl mit einbezieht. Und genau das ist unser Ansatz, das Gemeinwesen. Und jetzt würde ich gerne, weil Sie gerade die Republikaner und weil Sie die USA ansprechen, diese Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen, weil ich gerade ja in Washington bin, wenn ich nicht gerade hier bei Ihnen bin, wobei ich gerne meinen vollen Titel einmal nennen würde. Ich bin nämlich Helmut Schmidt, Distinguished Visiting Professor an der Paul Nitze School of Advanced International Studies an der Johns Hopkins University in Washington. Das ist doch mal ein Titel, oder? Und wissen Sie, passt auf keine Visitenkarte. Das ist das Problem, aber ich wollte es einmal gesagt haben. Und und wissen Sie, aber was ich in den USA erlebe, ist eine polarisierte Öffentlichkeit, ist das, was passiert, wenn eine Öffentlichkeit sich so weit polarisiert. Und zwar zwischen zwei Seiten. Auf der einen Seite haben Sie von den Republikanern gesprochen. Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, das mal zu tun. Es gibt, können Sie ganz leicht über YouTube oder googeln oder über YouTube finden. Es gibt eine Dokumentation der New York Times über den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar. Ich habe da immer gedacht, da sind so ein paar Folkloristen irgendwie über die Barrikaden geklettert und in den Kongress eingedrungen. Nein, wenn Sie das sehen, sehen Sie, welche Aggressivität, welche Wut, welche Gewaltbereitschaft da unterwegs war. Und es ist ja nicht so, als wenn der ganze trumpistische Spuk jetzt vorbei wäre, im Gegenteil. Und die Republikaner in dieser Trumpschen Gefangenschaft haben sich völlig eingesponnen in diese Vorstellung der gestohlenen Wahl und da kommt man argumentativ gar nicht mehr ran. Und ich war letzten Mittwoch in Sachsen, habe da eine Diskussion geführt und viel darüber gehört, wie auch da so Milieus entstehen, in dem Fall auf der rechten Seite, an Menschen, das erleben wir jetzt auch in dem ganzen Impfzusammenhang, an die sie argumentativ gar nicht mehr rankommen. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch in den USA mit ein paar Jahren mehr Intensität, als wir es bisher bei uns spüren, das, was die große liberale Publizistin Ann Applebaum in einem großen Essay im Atlantic in den letzten Wochen geschrieben hat, eine Kultur des neuen Puritanismus, dass an den Universitäten und in der medialen Öffentlichkeit Menschen, die beschuldigt werden, gegen irgendwelche sozialen Codes verstoßen zu haben, dass die geradezu geächtet und um ihre moralische und mittlerweile auch um ihre soziale Existenz gebracht werden. Und in den USA können Sie beobachten, was passiert, wenn sich eine demokratische Öffentlichkeit so polarisiert, dass kein Gespräch, keine Verständigung mehr möglich ist. Und deswegen verfolgen wir mit unserer Idee Strategien und Konzepte einer neuen bürgerlichen Politik zu entwickeln und die in die Debatte zu bringen, um darüber kontrovers, streitig zu diskutieren, aber die öffentliche Debatte zu führen, eben auch das Ziel, etwas zur Debattenkultur, zur politischen Kultur in Deutschland beizutragen. Das ist es, was uns umtreibt. Kommt denn eigentlich die Idee der Denkfabrik ursprünglich auch aus Amerika? Ach. Es ist jedenfalls nicht so üblich, würde ich sagen, hier im deutschen Raum politische Denkfabriken zu haben. Ja, in der angloamerikanischen Kultur sind diese Denkfabriken sehr viel üblicher. Die haben natürlich auch nicht diese Tradition der parteinahen Stiftungen, die wir in Deutschland haben. Die haben ja auch große Vorteile in Deutschland. Aber sie haben natürlich das Problem, dass sie parteinahe Stiftungen sind und wir können als eine überparteiliche und unabhängige, aber nicht unparteiische Initiative zugleich sehr viel freier in die Diskussion einwirken. Und wie gesagt, mit
kontroversen Positionen auf eine konstruktive Debattenkultur einzuwirken. Das ist, ja, das mag durch die amerikanischen Thinktanks noch beflügelt sein, aber das ist schon unser sehr ureigenes Anliegen. Sie sind beide in der CDU. Schön, dass Sie sich ins CSU-Land gewagt haben. Aber Sie sind ja kein verlängerter Arm des Konrad-Adenauer-Hauses. Habe ich das richtig verstanden? Also Sie sind eben keine CDU-Stiftung. Nein, überhaupt oder Unionsstiftung. Nicht. Allein schon, also wir fühlen uns für das gesamte bürgerliche Lager zuständig. Und auch bei uns in unserem Initiatorenkreis haben wir einige CDU, CSUler, aber wir haben auch einige Liberale. Wir haben zum Beispiel als bekanntesten Namen Hermann Otto Solms. Unter unseren Initiatoren im Beirat haben wir Karl-Heinz Paquet von der Friedrich-Naumann-Stiftung, den Vorsitzenden. Also wir sind überhaupt kein verlängerter Arm von irgendjemandem, sondern wir sind ein Kreis, man könnte fast sagen, von Bürgern, die im Grunde letztlich mit einem idealistischen Engagement gesagt haben, jetzt wollen wir doch mal versuchen, hier was auf die Beine zu stellen. Und wir merken im Moment, und das freut uns natürlich auch sehr, dass wir da bei ganz vielen Punkten offene Türen einrennen. Wir werden im Moment bekommen sehr viele Zuspruch, sehr viele Angebote mitzuwirken, sehr viele Kooperationsangebote, das im Moment eher unser Problem ist, das alles zu sondieren und zu schauen. Es muss ja trotzdem eine arbeitsfähige Struktur bleiben. Aber wir merken, dass es bei vielen eine tiefe Sehnsucht gibt, dass sich genau so etwas mal gründen sollte. Werden Sie denn... Haben Sie wirklich gar nichts zu tun mit den Parteien? Also Sie werden auch nicht finanziert jetzt? Nein. Wie finanzieren Sie sich? Also bisher haben wir uns vor allen Dingen finanziert durch unsere Eigenleistung, sowohl was eigene finanzielle Mittel angeht, aber vor allen Dingen auch eben unsere eigene Arbeitsleistung. Wir haben auch schon einige Spender, aber wir sind wirklich im Aufbau. Und wir wollen uns langfristig finanzieren durch Spenden, aber auch durch Aufträge, die wir bekommen. Aber wir haben keinerlei, es ist in keiner Weise so, dass die Parteien irgendwie uns gegründet haben. Was in der Tat passiert ist, ist, dass die Union sich an uns gewandt hat und derzeit in den Gremien überlegt, ob man uns mit einer Analyse des Bundestagswahlergebnisses beauftragt, was uns natürlich gefreut hat, denn das ist ja etwas, wofür wir uns durchaus gegründet haben. Aber ich will das gerne durchaus dazu sagen und das auch ganz frank und frei und offen sagen. Wir haben jetzt alle miteinander ein ziemlich erhebliches Maß an Eigenleistung erbracht. Wenn man das mal mit moderaten Tagessätzen von Beratern veranschlagt, kommt da richtig was zusammen. Aber das können Sie natürlich nicht auf Dauer machen. Ich meine, ich habe ja auch noch einen Beruf. Und insofern sind wir nicht nur auf Aufträge, sondern sind wir auch auf Spenden angewiesen. Denn wenn wir das nicht einwerben können, dann kannst du so eine Initiative auf Dauer auch nicht betreiben. Also darauf sind wir wirklich angewiesen. Was mir aufgefallen ist, bei Ihrer Vorstellung letzte Woche in Berlin, da haben Sie so einen Halbsatz gesagt, wo ich nochmal nachfragen wollte, was Sie damit meinten. Es klang so, als sei es Ihnen wichtig zu betonen, Sie machen hier quasi keine bierernste Veranstaltung, sondern Ihnen sei auch Spaß und Humor wichtig. Ja, Spaß und Humor, das klingt jetzt so ein bisschen nach unserer heimischen Fasernacht in Mainz und in Wiesbaden, woher wir kommen. Das meint es, glaube ich, nicht. Sondern worum es uns geht, ist, dass wir sagen, wir wollen politisch tätig sein, wir definieren uns für im konservativ-liberalen Lager, aber wir glauben, gerade wenn man sich selbst auch als konservativ bezeichnet, sollte man weder voller Ressentiments sein, noch sollte man rückwärtsgewandt sein, noch sollte man in einen grundsätzlichen Pessimismus verfallen. Sondern es geht darum, mit Sensibilität für die Herausforderungen der Zeit Konzepte zu entwickeln und dabei auch versuchen, durchaus gute Laune zu haben, denn wir finden, dass es zu allem anderen keinen Grund gibt. Man könnte auch durchaus den Eindruck haben, dass eben genau diese gute Laune auch so ein bisschen gefehlt hat, so in dem Unionswahlkampf der letzten Monate. Wobei man das nicht Armin Laschet dann vorwerfen kann. Mit der guten
dafür ist er nicht. Das nicht, nein. Dafür ist er nicht bekannt. Nein, aber ich meine, ich würde schon sagen, das bürgerliche Lager und vielleicht doch insbesondere die Union hat die gute Laune in den letzten Jahren tatsächlich verloren. Sie erleben ja auch bei der Union eine Partei, die im Grunde gespalten ist. Und viele, die dann kritisch waren, sich nicht gehört gesehen haben, haben dann eben auch Ressentiments entfaltet, haben dann auch schlechte Laune verbreitet und mit Leuten, die schlechte Laune haben, will man eigentlich nichts zu tun haben. Und das ist übrigens auch demokratisch ein Problem. Da ist Scholle um Scholle, gerade bei der Union, abgebrochen und dann haben die sich weiter radikalisiert, sind für die Union verloren gegangen und nicht nur für die Union, sondern auch für die Kräfte der, ich sag mal, der demokratischen Mitte verloren gegangen. Ich rede jetzt nicht nur von der AfD im engeren Sinne. Und das ist, Stichwort Polarisierung, eine große Gefahr. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind unabhängig. Das heißt, natürlich sind wir auch kritisch im besten Sinne, aber wie gesagt, nicht kritisch in diesem krittelnden Sinne, in dem man Ressentiments und schlechte Laune entwickelt. Und irgendwie ist das auch bei allen, die bei uns dabei sind, so. Also tatsächlich ist es so, wir haben auch Spaß miteinander, aber ich meine, Politik, wir haben vorhin von Res Publica gesprochen, betrifft das Gemeinwesen. Und also ich finde, die Sachen, die das Gemeinwesen betreffen, sollten wir auch mit dem entsprechenden positiven Geist und dem entsprechenden Optimismus und der entsprechenden guten Laune betreiben. Vielleicht mal ganz grundsätzlich an Sie die Frage. Was bedeutet für Sie das Adjektiv bürgerlich? Abgesehen von buntem Einstecktuch und bunten Socken zu edlen Lederschuhen. Ich weiß jetzt nicht, wen Sie meinen, aber... Nicht Frau Schröder. Er hat kein Einstecktuch. Aber auf den Begriff bürgerlich schaue ich sowohl als Historiker als auch als politisch interessierter und auch aktiver Bürger. Bürgerlich ist das Kennzeichen der modernen Gesellschaft, die im 19. Jahrhundert die vormoderne, ländliche, ständisch gegliederte Gesellschaft abgelöst hat. Und sie hat, die bürgerliche Welt hat die vormoderne ständische Welt dadurch abgelöst, dass sie vor allen Dingen vom Individuum ausgeht und die Kraft und die Initiative des Individuums in den Mittelpunkt stellt und nicht seinen Stand oder seine Herkunft. Und wenn Sie das durchdeklinieren, kommen Sie zu einem Begriff von bürgerlich, den ich durch vier Charakteristika geprägt sehe. Das eine ist, dass wir auf Selbstverantwortung und Subsidiarität setzen. Zweitens setzen wir auf Freiheit und Pluralismus. Und das klingt jetzt vielleicht so wohlfeil, aber es macht einen Unterschied. Weil das bürgerliche Verständnis von Pluralismus besagt, man will dem Individuum möglichst große Chancen verschaffen, um sich selbst zu entfalten. Aber wenn die Individuen sich dann selbstbestimmt entfalten können und dann unterschiedlich, das heißt ungleich werden, dann ist das diese Ungleichheit, das, was wir unter Pluralismus verstehen. Und die Ungleichheit ist dann gerechtfertigt, wenn sie auf fairen Chancen und auf fairen Bedingungen beruht. Das ist aber ein erheblicher Unterschied gegenüber dem, was wir heute Diversität nennen. Denn Diversität ist im Grunde eine wieder ständisch gegliederte Gesellschaft, in der die Herkunft, das Geschlecht, die ethnische Herkunft, die sexuelle Orientierung über deine Position in der Gesellschaft bestimmen. Deswegen ist Pluralismus etwas sehr anderes als Diversität. Das dritte ist die Verpflichtung auf Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaat sowohl als Garant der Ordnung als auch als Garant der Humanität. Das unterscheidet bürgerliches Denken von einem Denken, das sagt, ich würde eigentlich den Asylparagrafen am liebsten abschaffen. Es unterscheidet aber auch bürgerliches Denken von den Linken, die eigentlich den Staat sowieso nur als Repressionsmaschine sehen. Und das vierte ist eine Verpflichtung auf Marktwirtschaft und Ordnungspolitik, Wettbewerbsoffenheit und Technologieoffenheit. Ordnungspolitik heißt, der Staat muss der Wirtschaft die Rahmenbedingungen, die Regeln setzen und die müssen realistisch und realisierbar sein. Aber innerhalb dieser Regeln sollen die Individuen und der Markt, die Kräfte des Marktes entfalten. Und das ist ein Unterschied gegenüber staatsinterventionistischer Politik und vielem von dem, was im Moment zum Beispiel klimapolitisch unterwegs ist. So, und das mit ein paar zu vielen Worten ist meine Vorstellung von bürgerlich. Gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen bürgerlich und konservativ? Oder würden Sie das eigentlich synonym
verwenden, die zwei Adjektive? Nein, das würde ich nicht synonym verwenden, sondern innerhalb des bürgerlichen Denkens gibt es eine starke liberale Tradition, gibt es auch starke konservative Traditionen. Aber was uns eint, ist eben, dass wir das Denken ablehnen in Kollektiven. Und da würde ich schon sagen, da sind wir schon bei einem der entscheidenden Kulturkämpfe unserer Zeit. Im Moment setzt sich ja immer mehr ein Denken durch, das quasi von der bürgerlichen Errungenschaft der Aufklärung zu sagen, es ist nicht wichtig, wer du bist, sondern es ist wichtig, was du sagst und was du leistest und wofür du stehst, das von dieser Errungenschaft wieder weggeht und wieder plötzlich wieder sagt, es ist wichtig, wer du bist. Denken Sie daran, wenn jetzt, wenn im Rahmen von identitätspolitischen Debatten eben sogar die Frage gestellt wird, ob denn eine weiße Übersetzerin das Lied einer schwarzen Sängerin übersetzen darf, die bei der Inauguration von Joe Biden gesungen hat. Also das sind ja, ich weiß, gerade im bürgerlichen Lager neigen wir dazu zu sagen, ja, das sind doch absurde Debatten, aber die sind wirkmächtig. Das ist in den Universitäten, in vielen Medien, ist das ein Denken, das immer mehr um sich greift. Es ist vor allen Dingen wichtig, welchem Kollektiv man angehört und wo dieses Kollektiv in der Benachteiligungshierarchie der Gesellschaft steht. Und wenn das natürlich immer mehr um sich greift, dann gehen wir immer weg von der zutiefst bürgerlichen Ansicht, dass es darauf ankommt, was ein einzelnes Individuum sagt, unabhängig davon, ob es Mann, Frau, alt, jung, weiß oder schwarz oder welchen Glauben es hat. Und deswegen finden wir, ist das ein ganz entscheidender Punkt. Man könnte auch sagen, das ist eine Art Metadebatte, denn abhängig davon, ob wir diese identitätspolitische Diskurs mit Habermas, vielleicht ist es auch, ich würde sagen, es ist ein Kulturkampf, ob wir die gewinnen oder verlieren, daran werden die Debattenräume der Zukunft hängen. Und daran werden auch alle anderen Themen hängen, über die wir sprechen wollen. Und deswegen waren wir beispielsweise auch etwas fassungslos, als wir im Bundestagswahlkampf gemerkt haben, auch in der Vorbereitung zum Bundestagswahlkampf, dass die Union der Auffassung sei, dass gerade das ein Thema sei, das man im Bundestagswahlkampf meiden soll. So hieß es dann, man wolle ja schließlich nicht den Anschluss an großstädtische Milieus verlieren. Das ist meines Erachtens wirklich ein fundamentaler Irrtum zu glauben, die Union könne damit wieder Terrain gewinnen, wenn sie dieses Thema totschweigt und quasi diesen Kulturkampf, der da offenkundig stattfindet, überhaupt nicht aufgreift. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass gerade jedenfalls hier die CSU, die ich beobachtet habe im Wahlkampf hier in Bayern, da hat so in den letzten 3 Wochen, als es dann ja wirklich runterging mit den Umfragen, habe ich gemerkt, dass Markus Söder plötzlich anfing, übers Gendern zu reden. Und er hat dann auch auf seinen Parteitags- und Wahlkampfreden mit den stärksten Applaus bekommen an der Stelle, wo er eben sich gegen das Gendern verwehrt hat. Und was hat er dann immer gesagt? Man wolle quasi den Schützenkönig abschaffen, ab sofort werde es vermutlich heißen, man küre die treffsicherste Person und das dürfe es doch nicht geben und so. Aber das war dann auch wirklich der meiste Applaus an der Stelle. Da habe ich dann doch das Gefühl gehabt, da wird es jetzt aber das der ist Notnagel doch in letzter Sekunde. Ja, aber das ist doch ein interessanter Befund. Ich meine, die Union kann doch aus diesem Wahlkampf eines lernen. Je länger und je mehr die Union versucht hat, jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen, Konsens und diesen Wohlfühlwahlkampf zu machen, die Menschen zählen und alles das, was auf den Plakaten stand. Je mehr die Union versucht hat, eigenes Profil zu verbergen, Konflikten aus dem Weg zu gehen und Konsens zu dokumentieren, desto mehr ist es mit ihr bergab gegangen. Und erst als sie angefangen hat, dann doch so etwas wie Unterschiede zu markieren, hat sie diesen Trend brechen können. Aber da ist natürlich, und dann sind wir bei 24%, da war natürlich zu wenig im Köcher. Und das ist das Problem der Union. Jetzt sind wir schon mitten im Wahlkampf, da muss ich Sie, Frau Schröder, noch mal fragen, wie es sich für Sie angefühlt hat, dieser Wahlkampf. Also gerade weil Sie ja nebenbei schon diese Denkfabrik aufgebaut haben und so einen konservativen Neuanfang starten wollen und gleichzeitig müssen Sie mit anschauen, wie die Werte Ihrer eigenen Partei in Keller rauschen. Und das, ja, das muss sehr qualvoll, stelle ich mir sehr qualvoll vor. Das war absolut bitter. Zumal natürlich auch ganz offenkundig war, dass wir auch so vieles
selbst verbaselt haben. Nicht? Also dass wir natürlich die Uneinigkeit zwischen CDU und CSU, die hat uns bestimmt ein paar Prozentpunkte gekostet. Die programmatische Leere, die ja doch da war, natürlich war einer der tragischsten Momente des Wahlkampfes, als Armin Laschet gefragt wurde, er soll drei große Themen nennen und er dann nach dem zweiten zu suchen angefangen hat. Das war bitter. Und deswegen, und ich fand auch, dass wirklich große, entscheidende Themen im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt haben. Auch das hat mich befremdet. Bei der Klimapolitik, würde ich sagen, haben wir weitestgehend an der Oberfläche gekratzt, dass man mal wirklich darüber spricht, dass natürlich auch, wenn wir eine Klimapolitik machen, ohne dass wir eine große technologische Innovation haben, dass das dann noch Auswirkungen haben wird auf unser Wohlstandsniveau und dass man darüber mal offen redet. Das ist eigentlich eine Frage, die in das Zentrum eines Wahlkampfs gehört. Ich muss sagen, als Mutter von drei Kindern, von drei kleinen Kindern, war ich auch von der Pandemiepolitik in den letzten anderthalb Jahren sehr betroffen und das waren die schwersten Grundrechtseinschränkungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich hätte schon gefunden, dass auch das ein Thema wäre, über das man im Bundestagswahlkampf hätte sprechen müssen. Also ich finde das auch demokratietheoretisch problematisch, wenn die großen Themen, die Menschen beschäftigen, dann gerade im Wahlkampf keine Rolle spielen. Denn dann fragt sich natürlich wirklich irgendwann der Bürger, ob es hier wirklich um die entscheidenden Fragen geht. Eigentlich ist doch bürgerliche Politik auch immer davon gekennzeichnet werden, dass eben mit einer bürgerlichen Regierung solide regiert wird. Ja? Also man erwartet ja eigentlich jedenfalls von bürgerlichen Parteien nicht so Vordenkertum, philosophisches à la Habeck. Also jedenfalls nach 16 Jahren Angela Merkel an der Spitze der Union, die sicherlich vieles super gut gemacht hat, aber so das öffentliche Reden und Visionen haben eher anderen überlassen hat, sagen wir es mal so. Ja, aber die Konsequenz sieht man ja jetzt. Die Konsequenz ist eine Union, die kaum mehr weiß, wofür sie steht und noch weniger, wie sie sich eigentlich unterscheidet. Und das ist ja das, was Sie gerade sagten, naja, erwartet man von der bürgerlichen Partei ja auch nicht. Ich glaube, dass das eine Fehlerwartung ist. Es erinnert mich an John Stuart Mill, der 1865 von den Konservativen in England als the stupidest party gesprochen hat. Das ist ja, ich kann ja auch verstehen, warum Sie das sagen. Aber ich glaube, dennoch ist das einer der entscheidenden Fehler, die bürgerliche Parteien überhaupt machen können. Gerade weil, jetzt sage ich mal, konservative oder liberal-konservative Politik keinen festen programmatischen Kern hat, so wie der Liberalismus die Freiheit oder der Sozialismus die Gleichheit, sondern eine Haltung ist, im Grundsatz ist liberal-konservative Politik eine Haltung zum Wandel. Und weil es eine Haltung ist, muss konservative Politik immer wieder neu definieren und immer wieder neu überlegen, wofür sie eigentlich steht. Insofern ist konservative Politik intellektuell sogar besonders anspruchsvoll. Nur muss man das eben auch tun. Und wenn man das nicht tut, dann entkernt man sich von innen und dann ist die große Gefahr, dass eine solche Veranstaltung am Schluss implodiert. Wenn ich da kurz noch mal einhaken darf, diese Verachtung für die Feuilletons, die finde ich, können wir jetzt wirklich nicht nur Angela Merkel zuschreiben, die war ja auch schon bei Helmut Kohl sehr ausgeprägt. Ne? Also dieser Glaube, man müsse quasi in diesen Debatten überhaupt nicht vorkommen. Und das habe ich ja auch in der Bundestagsfraktion festgestellt. Diejenigen, die quasi wirklich kluge Köpfe sind, vorankommen wollen, die stürzen sich auf die harten Themen. Die machen dann Finanzpolitik, die machen Verkehrspolitik, Wirtschaftspolitik. Gesellschaftspolitisch, da ist gerade die Union oft sehr, sehr unmusikalisch. Dabei halte ich ja, ich gebe zu, meine Leidenschaft ist auch die Gesellschaftspolitik. Ich halte es aber auch wirklich für einen Fehler, das zu vernachlässigen. Denn im Rahmen in der Gesellschaftspolitik und damit dann auch eben in den Feuilletons, in den gesellschaftspolitischen Spalten der Medien, dort wird das Terrain bestimmt, auf dem der politische Diskurs stattfindet. Und wenn wir uns dort überhaupt nicht stattfinden, dann kann uns dort auch nichts gelingen. Und gerade vor so ein paar Jahren dachte ich mal, Mensch, als ich weiß nicht, viele, wenn sich hier vielleicht noch erinnert, als Florian Illies vor ein paar Jahren Generation Golf veröffentlicht hat. Was er dort beschrieben hat,
war im Grunde der Sieg bürgerlicher Werte über die 68er. Also pointiert ausgedrückt, während wir von den 68ern noch gehört haben, die bürgerliche Kleinfamilie ist die Hölle auf Erden und wird demnächst abgelöst werden, die völlig neue Form des Zusammenlebens und wir werden dann alle in Kommunen und ähnlichem leben. Das war quasi die These der 68er, hat Florian Illies beschrieben. 20, 30 Jahre später haben wir etwas völlig anderes. Die Menschen leben in Familien zusammen, die Menschen haben Kinder, die Ehen halten sogar wieder länger. Es wird Wert gelegt auf Stil, auf Leistungsbereitschaft. Und man trifft sich auf dem Tennisplatz am Sonntag. Genau. Das hat er beschrieben. Und da dachte ich mir, ich gebe zu, ich habe mich da auch durchaus wiedergefunden und dachte, das ist doch eigentlich großartig, was er da beschreibt, weil im Grunde beschreibt er ein bürgerliches Milieu, das bemerkenswerterweise gewonnen hat, ist zu viel gesagt, aber das bemerkenswerterweise gelebt wird, gerade in den jungen urbanen Schichten. Und hat die Union daraus was gemacht? Hat sie ihn zu Lesungen eingeladen? Hat sie das gefeiert? Was hätte die Friedrich-Ebert-Stiftung aus so einem Buch gemacht, aus so einem Aufschlag? Oft erkennen wir gar nicht, dass unsere Werte sich durchsetzen. Wir merken es manchmal selbst gar nicht. Ja, und mir fällt ja immer auf, dass eigentlich gerade auf dem Feld der Familienpolitik die Union deutlich innovativer war als die SPD, muss man sagen. Also jedenfalls das Elterngeld zum Beispiel als sehr große familienpolitische Innovation geht ja, die Vätermonate geht ja auf die Zeit vor Ihnen zurück. Aber Sie haben das dann weitergemacht und trotzdem denkt man irgendwie erstmal an die SPD oder jetzt an die Grünen oder so, wenn man jetzt an Gleichstellungspolitik denkt. Aber na, zumal wir bei der Familienpolitik auch wirklich einen ganz eigenen Gedanken haben, und zwar den Gedanken der Wahlfreiheit. Dass es eben darauf ankommt, Familien möglichst viele Angebote zu machen, wie sie ihr Familienleben organisieren können, sei es durch gute Kitas, sei es durch gute Ganztagsschulen, aber sei es natürlich auch dadurch, dass wir beispielsweise mit dem Ehegattensplitting oder ich sage bewusst auch mit dem Betreuungsgeld auch ermöglichen, dass Eltern in den ersten Jahren auch zu Hause bleiben können. Und dann müssen das die Familien selbst entscheiden. Das ist ein fundamental anderes Konzept, als was wir von den linken Parteien hören, die sich ja immer noch anmaßen, darüber urteilen zu können, wie erwachsene Menschen ihr Zusammenleben organisieren. Also wenn Sie dann hören, dass es ja immer noch veraltete Rollenmodelle seien, die durch das Ehegattensplitting begünstigt werden, dann merken Sie, da ist eine Anmaßung darüber da, über das Zusammenleben von Familien zu urteilen. Und da haben wir einen komplett anderen Ansatz und sagen, es ist nicht die Aufgabe des Staates, Familien zu sagen, wie sie zu leben haben, sondern es ist die Aufgabe des Staates, Familien zu ermöglichen, dass sie so leben können, wie sie leben wollen. Dazu passt auch der Satz, den ich in einem Essay von Ihnen gefunden habe, der mich zum Denken gebracht hat. Da schreiben Sie, Ungleichheiten aufgrund freier Entscheidungen und unterschiedlicher Leistungen gehören zu einer offenen und freien Gesellschaft dazu. Deswegen lehnen wir gruppenbezogene Quoten oder Paritäten ab. Das ist eigentlich ein mutiger Satz. Wobei, wenn der wirklich nicht zum Zeitgeist passt, ja, meiner Empfindung sagen, wenn nach. Wenn dieser Satz mutig ist, überlege ich gerade, über was und wen das was aussagt. Nein, aber es ist natürlich ein genuin bürgerlich-liberales Bekenntnis, dieser Satz. Und ich finde, dass wir ein großes Problem haben, zum Beispiel im Umgang mit dem Begriff Ungleichheit. Denn wenn irgendwo in der Öffentlichkeit Ungleichheit gesagt wird, schrecken doch alle auf und denken, oh mein Gott, Ungerechtigkeit. Das Entscheidende ist aber, meine drei Töchter sehen das genauso. Die verwenden ungleich und ungerecht auch synonym. Aber da liegt eine Erziehungsaufgabe in der Familie. Und eher deutlich, weil das ist eine eher kindliche Sicht ist, aber gut. Das Entscheidende aber ist, dass wir da eben den Unterschied machen und fragen, wie ist Ungleichheit begründet? Da bin ich wieder bei dem Begriffspaar Gleichberechtigung und Gleichstellung. Ungleichheit ist dann akzeptabel und in einer offenen Gesellschaft okay, wenn sie auf fairen Bedingungen beruht. Das heißt aber zugleich, dass wir an den fairen Bedingungen etwas tun müssen. Und da müssen übrigens auch Bürgerliche
sehr viel, und das ist auch ein Thema und ein Auftrag für uns, uns selbst gegenüber, aber auch in den politischen Positionen, sehr viel sensibler und sehr viel offener sein für die Frage, wo gibt es eigentlich Benachteiligung, wo gibt es strukturelle Benachteiligung. Da habe auch ich, muss ich sagen, in den letzten Jahren vieles dazugelernt, was ich vor 10 Jahren vielleicht noch gar nicht gesehen hätte. Und da habe ich bestimmt 10 Jahre vor mir, in denen ich auch noch wieder neue Dinge an struktureller Chancenbenachteiligung erkenne, die ich vielleicht heute noch gar nicht sehe. Aber das ist ja eine permanente Aufgabe für eine bürgerliche Gesellschaft, dem auf der Spur zu sein. Und dann aber Chancengerechtigkeit, faire Chancen herzustellen, mit dem Willen zu sagen, okay, wenn wir faire Voraussetzungen herbeigeführt haben, dann akzeptieren wir die daraus resultierenden Ungleichheiten. Das ist etwas anderes, als immer gleich zu sagen, oh Gott, Ungleichheit, wie furchtbar. Aber das heißt eben auch für bürgerliche Politik, zum Beispiel Bildungspolitik nochmal neu anzugehen. Wissen Sie, ich bin Jahrgang 67, komme aus einem ländlich-katholischen Milieu, aus nicht-akademischen Verhältnissen und habe es durch die deutschen Bildungsreformen geschafft, dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin, heute Abend hierher. Und das ist doch die große Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik gewesen, dieses Generationenprojekt, von dem wir aber heute auch erkennen müssen, das hat viele, gerade diese ländlich nicht-akademischen Milieus, erreicht, aber vor allen Dingen Mittelschichten erreicht. Es hat abgekoppelte Schichten und migrantische Schichten nicht erreicht. Und zu sagen, da setzen wir nochmal an, wir beginnen eine neue Chancenoffensive für diejenigen, für die die Chancen, die es ja gibt, aber die es oftmals auf dem Papier gibt, bisher nicht erreichbar sind, die bringen wir aber an die Betroffenen und Beteiligten näher heran. Damit eine neue bildungspolitische Offensive zu starten, das ist so eine der Vorstellungen, die ich von bürgerlicher Politik habe. Das ist dann auch die Idee Ihrer Denkfabrik, dass Sie wirklich konkrete Vorschläge, Ansätze machen wollen. Ja, also nur... Bildungspolitik haben wir jetzt ja schon, Familienpolitik haben wir auch gesprochen. Was wären denn noch weitere Felder, wo Sie schon mal Ideen im Köcher haben, von denen wir bald hören werden? Na, wir haben uns zunächst 4 Themen gegeben, mit denen wir uns intensiver auseinandersetzen wollen und haben dabei von 2 Themen schon mal Positionen ausgearbeitet. Das ist zum einen die Zukunft des Euros und zum anderen die Zukunft der Einwanderungsgesellschaft. Also Sie sehen schon, sehr aktuelles Thema, das haben Sie wieder ganz gut getimt, kann man sagen. Also mit Blick jetzt auf die Bilder, die Belarus, jetzt gerade die letzten 2 Tage durch die Medien gehen, wo man ja wirklich wieder Flüchtlingsströme sieht und in den sozialen Medien liest man jetzt wieder, 2015 darf sich nicht wiederholen in die Richtung. Ja, und das ist natürlich auch vor allen Dingen, warum haben die Leute Angst vor 2015 oder was war 2015 das eigentliche Problem? Ich glaube, dass vielleicht die Bundesregierung den Fehler gemacht hat und es vor allen Dingen als ein operatives Problem gesehen hat und gesagt hat, aber das muss so ein Land wie Deutschland doch schaffen. Wir müssen es doch schaffen, genug Betten, genug Unterbringung, die Leute in die Krankenversicherung zu bekommen. Das muss doch möglich sein. Aber es ist natürlich, war bei weitem nicht nur ein operatives Problem, sondern es war mal vor allen Dingen ein kulturelles Thema. Weil natürlich klar war, wenn 1 Million Menschen aus muslimischen Kulturkreisen zu uns kommt, dann wird das Integrationsprobleme bedeuten. Und das spüren die Leute ja. Und zumal ja auch klar ist, die es zu uns geschafft haben, sind dann halt eher die Männer als die Frauen, eher die Jungen als die Alten, eher die Alleinstehenden als die Familien. Und dass das natürlich kulturellen Sprengstoff bedeutet, ist ja ganz klar. Und ich glaube, davor hatten die Leute Sorge, dass sie das spüren in den U-Bahn-Schächten, auf den Pausenhöfen. Und natürlich können wir Menschen integrieren, aber natürlich kann man sich damit auch überfordern. Und das war die große Sorge 2015. Was man sagen kann in der Analyse ist ja auch, dass 2015 sicher dazu geführt hat, dass die AfD Aufwind bekommen hat. Und da leite ich über zu Ihnen die Frage, Herr Röder, wie würden Sie sagen, die AfD ist eine bürgerliche Partei? Nein. Die AfD hat sich vor allen Dingen in den letzten Jahren so radikalisiert und zu Positionen hinbewegt, die ich beim besten Willen nicht mehr als bürgerlich bezeichnen kann.
Wir haben ja am Anfang, als wir über die Kriterien gesprochen haben, über die Frage Rechtsstaat gesprochen. Also wir haben über Freiheit des Individuums gesprochen. Christina Schröder hat gesagt, wir lehnen gruppenbezogenes Denken ab. Das gilt gegenüber identitätspolitischen Gruppenzuschreibungen, aber es gilt natürlich auch gegenüber identitären gruppenbezogenen Zuschreibungen auf der rechten Seite. Ich meine, so wie, wenn ich es mal sehr zugespitzt sage, man aus identitätspolitischer Sicht den Kult des Opfers betreibt, betreibt man ja aus Sicht der AfD die Verfemung des Fremden. Und beides sind Extreme, mit denen kann bürgerliches Denken nichts anfangen. Und deshalb, nein, ist das, was die AfD repräsentiert, ist nicht bürgerlich. Wobei ich dazu sagen würde, wir begründen unsere Positionen bürgerlich und wir denken nicht darüber nach, was die AfD jetzt dazu sagt. Das ist ja auch so etwas, was wir momentan in der öffentlichen Debatte beobachten, dass man sagt, das darfst du doch nicht sagen, vielleicht sagt die AfD dann dazu, das stimmt. Ja, heißt das dann, wenn die AfD sagt, die Erde ist eine Kugel, wir müssen sagen, die Erde ist eine Scheibe. Also so viel Souveränität müssen wir haben und das ist für uns dort der Auftrag. So viel Souveränität müssen wir haben. Wir begründen gute Gründe, das habe ich immer Julian Niederrümeli mit dem Appell zu guten Gründen. Mit guten Gründen begründen wir unsere Position, die können wir herleiten und begründen und dann ist mir doch vollkommen egal, wer was dazu sagt. Wir stehen für unsere Position und nicht für das, was andere darüber denken. Das war jetzt eine sehr klare Abgrenzung nach rechts. Gibt es denn auch so eine klare Abgrenzung nach links? Also ich hätte ja auch fragen können, sind denn die Grünen eine bürgerliche Partei aus Ihrer Sicht? Ja, also ich meine, wir haben natürlich mit einer Abgrenzung nach links jetzt gar nicht so große Probleme. Aber, wurden wir auch noch nie gefragt, Frau Klaus. Ja, schöne Frage, ich freue mich groß, freue mich über solche Fragen. Die Grünen sind ein interessantes Phänomen. Es gibt eines, was die Grünen und bürgerliches Denken durchaus eint, das ist nämlich ein Denken, das ursprünglich eher von der Gesellschaft als vom Staat herkommt. Das stimmt zwar bei den Grünen zum Teil und nicht immer, aber es ist kein Zufall, dass Robert Habeck ja sehr aktiv versucht, die Grünen als bürgerliche Partei zu präsentieren. Das finde ich auch ganz seriös und ganz ehrenwert. Und zugleich sage ich als jemand, der sich wirklich als ein Vertreter bürgerlicher Politik versteht, okay, nehme ich gerne auf, aber das ist unser Heimspiel. Und dann wollen wir mal gucken, wie bürgerlich das ist. Ich würde sagen, bei den Grünen gibt es tatsächlich bürgerliche Tendenzen, wenn sie bürgerlich jetzt nicht nur über die Frage des Einstecktuchs, der Schuhe oder des Lastenfahrrads oder der Einkommenssituation definieren. Aber es gibt natürlich eines bei den Grünen, wo sie sich schwer tun mit dem Bürgerlichen, das ist, was Christina Schröder vorhin gesagt hat, es gibt doch diesen Drang zu meinen, man habe moralisch gesehen die Wahrheit und man müsse die Gesellschaft eigentlich erziehen und eigentlich an anderen Menschen schaffen. Und damit tun sich, das geht den Grünen ja nach, damit tun sie sich schwer und da sage ich Ihnen, Freunde, das, vor allem das ist nicht bürgerlich. Und da diskutieren wir dann weiter. Sie schreiben in einem Debattenbeitrag im Aktuellen Spiegel, den ich natürlich gelesen habe. Ja. Und, für Sie tue ich alles, Frau Klaus. Mit großem Gewinn gelesen habe. Nein, es ist wirklich spannend und es hat auch gleich eine sehr reißerische Überschrift oder Unterzeile. Ja, die Überschrift geht. Nee, die Unterzeile lautet: Die Union steht an einem existenziellen Scheideweg. Entweder sie implodiert oder sie erfindet sich neu. Und es stimmt ja auch, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht reißerisch, das ist doch die Wahrheit. Ja, aber ich sehe da gleich einen Kometen, der womöglich einschlägt. Und jedenfalls ist doch die Gefahr die, dass ich jetzt, sollte es tatsächlich zu einer Ampelkoalition kommen, weiß man ja auch noch nicht so genau, dass sich dann die Grünen und die FDP zusammen zu so einer neuen bürgerlichen Kraft zusammenschließen und die Union oder ja die CDU, CSU zwischen AfD und Linkspartei verkümmert. Ja, das ist die Gefahr. Die Lageanalyse gibt es. Aber da würde ich jetzt mal als bürgerlicher Demokrat sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und damit beschreiben Sie das, was notwendig ist. Und damit beschreiben Sie eine Notwendigkeit, der die CDU jedenfalls durch eines nicht begegnen kann, nämlich durch Ignoranz und Nichtstun.
Und damit wären wir bei der Frage des Neuerfindens. Das ist doch die Botschaft dieses Wahlkampfs. Und zugleich würde ich sagen, wissen Sie, als Historiker neigen Sie ja gerne auch mal dazu, weil Sie vorhin vom Wahlkampf sprachen. Ich bin ja so, als Historiker sind Sie ja schizophren. Als CDU-Mitglied habe ich natürlich mit Entsetzen auf diesen Wahlkampf geguckt. Als Historiker war ich entzückt, weil richtig was los war. Nicht inhaltlich in dem Wahlkampf, aber ich meine, da hat sich ja richtig politisch was verschoben. Und als Historiker freuen Sie sich immer, wenn es kracht und pufft. Und insofern gucke ich als... Ich dachte, es geht nur uns Journalisten so. Nein, Historiker machen das ein bisschen anders, aber da sind wir irgendwie seelenverwandt. Und zugleich würde ich sagen, für die Union ist das eine Gefahr. Und schauen Sie auf europäische, bürgerliche oder auch konservative Strömungen, gucken Sie auf die Marginalisierung der bürgerlichen Rechten in Frankreich, schauen Sie auf die Implosion der Democrazia Christiana. Das ist alles nicht von der Hand zu weisen. Und wer hätte denn noch vor einem Jahr es für möglich gehalten, dass die Union bei 24% landet? Da haben wir gesagt, das ist doch so ein SPD-Ergebnis. Aber jetzt ist die Union da. Hätte doch kaum jemand gedacht. So, also zugleich würde ich aber auch sagen, wenn ich das historisch betrachte, für die Union ist das auch eine Chance. Und die Union hat ihre intellektuell besten Zeiten in den 70er Jahren gehabt. Man glaubt das ja immer nicht unter dem jungen Helmut Kohl, der offen dafür war, gute Ideen und kluge Köpfe an diese Partei zu binden. Und da war philosophisch was los, also Hermann Lübbe mit seiner Begründung eines liberalen Konservatismus, da lecke ich mir heute noch die Finger nach, Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler bei der Union, Hans Mayer hier in München bei der CSU. Also da sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagt, bürgerliches, konservatives, liberal-konservatives Denken, das kann richtig anspruchsvoll sein und es muss richtig anspruchsvoll sein. Und das, wie ich denke, ist die Chance für die Union. Ich habe ja mal irgendwo gehört, dass Helmut Kohl es geschafft hat, Sie zum Eintritt in die junge Union zu bringen. Und zwar, da waren Sie 12 Jahre alt. Das klingt nach einer guten Geschichte. Also in der Tat, als ich 12 war, das war 1989 und da fiel die Berliner Mauer. Und das hat mich in der Tat als begeistert. Wenn ich mir heute so eine 12-Jährige angucke, denke ich mir, was war denn damals mit dir los? Aber ich hing dann doch fasziniert vom Fernseher, habe angefangen, FAZ zu lesen und Tagesschau zu gucken und habe dann in der Tat an die Junge Union geschrieben, liebe Junge Union, ich will gerne bei euch mitmachen auf Pferdebriefpapier. Und dann hat mir die Junge Union zurückgeschrieben, ich sei noch zu klein, ich müsse warten, bis ich 14 bin. Und dann bin ich in der Tat an meinem 14. Geburtstag eingetreten. Und dann wurde Politik eigentlich zu meinem liebsten Hobby. Habe ja nicht geahnt, dass es dann mal so weitergeht. Nochmal zurück zur Denkfabrik. Gibt es irgend so einen Moment, wo Ihnen aufgefallen ist, dass es da so ein intellektuelles Vakuum in Ihrer Partei gibt? Also, ich war ja 15 Jahre im Bundestag. Und ich fand schon oft, dass wir zentrale Debatten einfach vorbeiziehen lassen und uns oft auch gar nicht so der Implikationen bewusst sind. Also was schon so ein Moment war, als wir, da war ich auch, als ich Bundesministerin war und wir am Rande des Kabinetts ging es darum, dass jetzt in der anstehenden Kabinettssitzung der Armutsbegriff noch einmal festgeschrieben werden soll als der gültige Armutsbegriff auch für die bundesdeutsche Sozialstatistik. Und das werden hier sehr viele von Ihnen, wird es klar sein, unser Armutsbegriff, der sagt, Armut beginnt bei 60% des, vereinfacht ausgedrückt, des Durchschnittseinkommens. Das ist kein Begriff, der Armut misst, sondern der misst Ungleichheit. Also nur in einer Gesellschaft, wo quasi alle gleich sind, haben Sie nach dieser Definition überhaupt eine Chance, dass Sie keine Armut haben. Und egal wie bitterarm dieses Land sein mag. Und umgekehrt, wenn alle über Nacht das Doppelte verdienen, hätten Sie trotzdem am nächsten Tag ganz genauso viel Armut, denn immer noch hätten Sie den gleichen Anteil, die weniger als 60% des Durchschnittseinkommens verdienen. Also man kann sagen, das ist ein Armutsbegriff, der im Grunde ein als objektives Messinstrument nur getarnt ist, aber im Grunde ist ihm
eingeschliffen, die Ideologie einer möglichst egalitären Gesellschaft. Je egalitärer, umso weniger Armut. Und da habe ich dann gefragt, ist das denn so klug, das jetzt so festzuschreiben? Weil passt doch nicht so ganz zu unserer sonstigen Programmatik. Da wurde mir gesagt, und das war vermutlich in dem Moment auch vollkommen richtig, das ist alles längst auf europäischer Ebene ausgehandelt, da kann man jetzt überhaupt nichts mehr machen und das wird auch so stimmen. Bloß, da habe ich mich dann schon gefragt, aber warum haben wir das denn so zugelassen? Haben wir das denn nicht gemerkt? Und es ist ja auch entsprechend, ist es ja auch so, wenn Sie mal darauf achten, jedes Jahr, wenn der neue Armutsbericht vorgelegt wird, die neuen Armutszahlen veröffentlicht werden, die Union steht da regelmäßig mit dem Rücken zur Wand. Und das sind so Momente, wo ich dann denke, mein Gott. Und dann natürlich hatte ich auch meine Probleme mit meiner eigenen Partei, als wir so sehr kritiklos, dass das Konzept einer starren Frauenquote übernommen haben. Sie werden sich erinnern, ich als Frauenministerin habe da nicht so viel von gehalten und da war dann einiges los. Ich finde, wir haben manchmal dazu geneigt, so linke Konzepte zu übernehmen, ach, das ist doch schon vernünftig, und waren uns überhaupt nicht bewusst, wie viel Terrain wir damit preisgeben. Horst Seehofer hat jetzt auch im aktuellen Spiegel gesagt, die Union habe die Sozialpolitik so vernachlässigt. Ist das ein Befund, der ihm bekannt vorkommt? Also das Seehofer spricht ja auch sehr gerne über die kleinen Leute. So, eine Staatsquote so von sagt 50%. Naja, also bei einer Staatsquote von über 50% und wir haben die letzten 16 Jahre regiert, also so ganz vernachlässigt können wir es nicht haben. Die Frage ist aber auch hier, wie definiert man den Hauptauftrag von Sozialpolitik? Ja. Dass Sozialpolitik natürlich dafür sorgen muss, dass niemand wirklich in Armut leben muss, das ist ja vollkommen klar. Aber beispielsweise, ob man jetzt den Hauptauftrag von Sozialpolitik eher in einem Sinn definiert, dass man durch Bildungspolitik und durch eine möglichst fordernde Sozialpolitik die Menschen dazu ermächtigt, aus diesen Strukturen rauszukommen, da würde ich sagen, das haben wir vielleicht wirklich vernachlässigt. Wir bewegen uns jetzt schon langsam auf das Ende der Stunde zu. Also ich will nur Richtung Publikum sagen, ich habe jetzt noch so ungefähr 20 Fragen im Köcher, von denen ich mir jetzt aber nur noch drei raussuche. Und ab da wären Sie dran. Ich wollte Herrn Rödder noch auf eine schöne Definition ansprechen, die ich bei Ihnen gelesen habe im Spiegel. Da schreiben Sie, Konservative verteidigen heute, was sie gestern bekämpften. Da habe ich jetzt zum Beispiel an die Atomenergie gedacht oder an die Ehe für alle oder an die Abschaffung der Wehrpflicht. Sie haben an der Stelle keine Beispiele genannt. Hatten Sie da sowas im Kopf? Ja, das ist ein wunderbarer Punkt, den Sie da aufmachen. Das ist eine Bemerkung, das erlebe ich immer, wenn ich das vor Konservativen vortrage, kriegen die immer Schnappatmung. Ist ja auch. Bekomme ich jetzt spontan auch. Ja? Ja, das klingt so amorph. Es klingt so amorph, ja, aber es geht zurück auf das, was der große englische Konservative Quentin Hogg mal gesagt hat. Konservatives Denken ist die Kanonisierung der Häresie im Namen der Tradition. Aber das ist so typisch englisch mit dieser Selbstironie. Und da ist ja auch ein Stück Selbstdistanz und Selbstironie drin. Natürlich ist das so. Gucken Sie doch mal, was haben denn Konservative vor 200 Jahren zum Nationalstaat, zur Marktwirtschaft und zur Demokratie gesagt? Finden wir heute alles total super? Fanden Konservative vor 200 Jahren nicht ganz so prickelnd. So ist das. Aber diese Erkenntnis zu sagen, es ist ja eine allgemeine Erkenntnis, die besagt, dass vieles von dem, was uns heute als unverrückbar richtig erscheint, halten wir morgen vielleicht für grottig daneben. Wenn Sie daran denken, die autogerechte Innenstadt der 60er Jahre. Und heute treiben wir die Autos durch Lastenfahrräder aus der Stadt. Das gilt eben nicht nur für Konservative, sondern es gilt auch für andere. Es gilt auch für Winfried Kretschmann, der ja ein ganz reflektierter Mann ist und heute auch überlegt, wo habe ich eigentlich daneben gelegen und wo nicht. Und wissen Sie, diese Aussage zu sagen, ja, die Dinge verändern sich und in manchem übernehmen wir heute das, was wir gestern bekämpft haben, setzt ja auch eine gewisse Form von, sagen wir mal, Selbstreflexion und Selbstdistanz frei. Und das ist eine Einsicht, ich glaube, eine Einsicht, die Konservative
oder bürgerliche, nennen Sie es, wie Sie wollen, zu einer Form von skeptischer Gelassenheit führt. Und das ist das Gegenteil von Dogmatismus und Rigorismus. Und konservatives Denken zeichnet sich dadurch aus, dass man weiß, dass die Dinge im Fluss sind und ich noch gar nicht weiß, wie wir morgen über die Dinge denken werden. Und das heißt, ich maße mir aber eben auch nicht an, die Wahrheit zu kennen und die Welt nach einem bestimmten Bilde umzugestalten. Der Konservative weiß, dass es viel leichter ist, gute Dinge zu zerstören, als gute Dinge neu aufzubauen. Und das setzt, wie gesagt, so eine Form von skeptischer Entspanntheit frei. Und das heißt, dass man sich aber auch ständig immer wieder selbst reflektiert. Und was die Beispiele angeht, lassen Sie mich anders nennen. Konservative haben, ich weiß nicht, ich habe in dieser Debatte nicht teilgenommen, aber vor etwas mehr als 20 Jahren ging es ja um die Frage der Vergewaltigung in der Ehe. Da haben Konservative gesagt, komm, Ehe kannst du jetzt nicht antasten und so weiter. Werden Konservative heute allesamt sagen, naja, den Kern dessen haben wir vielleicht damals weniger erkannt, als er uns heute präsent ist. Aber ich sage nochmal, umgekehrt sagt Winfried Kretschmann heute, mein Verhältnis zur Gewalt in den 70er Jahren als Linker war eben auch ein Fehler. Und das heißt aber für Konservative, dass sie im Grunde ständig abwägen müssen, wo müssen wir zu Prinzipien stehen, aber wo muss ich den Wandel eben auch mal akzeptieren? Und wenn ich aber mit dieser Haltung an die Dinge rangehe, dann komme ich zu abwägenden Entscheidungen und bin eben nicht dogmatisch und rigoristisch. Und dann heißt das bei der Frage Vergewaltigung in der Ehe, ja, da sieht man sicherlich heute stärker die Berechtigung. Bei der Kernenergie heißt es, komm, lasst uns doch bitte mal runterkommen von diesem ideologischen Sockel. Und bei der Kernenergie würde ich sagen, naja, spricht doch möglicherweise, jetzt weiß ich nicht, die Energiebetreiber sagen, das hat keinen Sinn, aber spricht ja möglicherweise vor dem Hintergrund der klimapolitischen Herausforderungen im Sinne einer Risikoabwägung manches dafür zu sagen, vielleicht lässt man die Dinger doch ein bisschen besser, länger laufen. Und wenn man undogmatisch und unideologisch ist, dann kann man so eine Frage eben tatsächlich dann auch wieder herbeiführen. Das heißt, unideologisch, bürgerlich zu denken, heißt immer wieder zu prüfen, wo muss ich Entscheidungen revidieren, wo muss ich Wandel auch akzeptieren und dann komme ich zu abwägenden und differenzierenden Entscheidungen, aber eben nicht zu ideologisierenden Entscheidungen. Weil Sie gerade Herrn Kretschmann erwähnt haben, wenn Sie jetzt nicht wüssten, in welcher Partei der Mann ist, würden Sie darauf kommen, dass er bei den Grünen ist? Nein, der Kretschmann ist ja cool. Der Kretschmann ist im Grunde einer, der, gut, der war mal ganz links, aber so, wie Sie den heute erleben, der ist natürlich jemand, der Union verloren gegangen ist. Der Kretschmann ist ja perfide, hat ja dieses Büchlein geschrieben, warum wir heute alle konservativ sein müssen. Brillante Strategie, die Begriffe der anderen zu kapern. Dafür bewundere ich ihn sehr, das hat er sehr gut gemacht. Nur, wenn Sie das Büchlein, das der Kretschmann geschrieben hat, einem grünen Parteitag als Entschließungsantrag vorlegen würden, würde der glatt durchfallen. Ne? Also das muss man auch klar sehen. Aber ich finde, wissen Sie, der Respekt für Leute und das, was sie können und was sie machen, was sie auch so kommunikativ leisten, der gehört ja zur kontroversen demokratischen Debatte auch mit dazu. Und weil wir jetzt gerade bei Personen sind, Frau Schröder, an Sie meine vorerst letzte Frage. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum jetzt die CDU schon wieder so viel über Personen spricht? Ja, also man... Klar, vielleicht ist es einfach noch zu früh jetzt nach diesem Wahlkampfdebakel, aber man hat nicht das Gefühl, dass da in der Partei gerade eine Aufarbeitung inhaltlicher Art stattfindet, sondern jetzt geht es wieder darum, wer macht den Vorsitz, wer holt sich welche Allianzen, findet man noch eine Frau oder nicht? Also da habe ich aber ehrlich gesagt Verständnis für, denn natürlich hängt an den Personen auch ganz entscheidend, wie sich eine Partei aufstellt. Also findet man noch eine Frau, das nervt mich immer, weil dann geht es quasi nur um das Geschlecht und nicht um die Person, also diese Art der Formulierung. Aber dass jetzt natürlich an den personellen Weichen jetzt auch die programmatischen mit dranhängen, da würde ich sagen, das ist einfach so. Sie kandidieren nicht? Hat Sie Herr Merz schon angerufen? Also es ehrt mich, wenn mir diese Frage gestellt wird, aber ich habe mir da sehr bewusst überlegt, wenn man mit 25 in der Politik anfängt, dann muss man auch früh wieder aufhören und freue mich ja, dass ich immer noch eine politische Stimme sein kann. Also ein klares Nein war es jetzt nicht. Es ist aber ein klares Nein. Herr Röder, Sie? Also ich habe ja in einem der Interviews gesagt, wenn Christina Schröder kandidieren würde, wüsste ich, für wen ich wäre. Okay.
Ja, vielen Dank soweit. Jetzt bin ich gespannt auf die Fragen aus dem Publikum.